Hallöchen, heute habe ich zwei Frühstücksideen für euch. Guckt einfach mal rein, probiert es mal aus. Vielleicht schmeckt euch das auch. Gerade ein warmes Frühstück ist total sinnvoll, nicht nur in der kalten Jahreszeit. Und wenn ihr Gefallen daran gefunden habt, dann startet doch gerne mit diesen Rezepten in euren Tag. Für die warmen Haferflocken nimmst du einen Pflanzendrink deiner Wahl, hältst ihn in einem Topf und gibst die Haferflockenmenge deiner Wahl dazu. Das Ganze aufkochen und bis zur gewünschten Konsistenz einfach unterrühren, weiter erhitzen. Dann gibst du das Ganze in eine Schüssel und topfst es noch mit deinem gewünschten Obst. Ich habe hier eine Beerenmischung erhitzt aus dem Tiefkühlfach. Und dann noch mit Kakaonips, verfeinert ebenso auch mit Cashewmus. Guten Appetit! Für die warmen Linsen die gewünschte Menge abmessen. Die doppelte Menge an Wasser dazugeben, das Ganze aufkochen in einem Topf für 10 Minuten, bis das Wasser verschwunden ist. Und dann mit einer geschnittenen Orange und zum Beispiel Kakaonips und Cashewmus verfeinern. Guten Appetit! Das war's mit den Rezepten. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt, beziehungsweise schon mal das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Wenn ihr noch mehr Rezepte haben wollt oder mehr Inspirationen im Bereich Veganismus, dann guckt doch einfach mal auf meinem Kanal vorbei oder hier unten auf einem meiner letzten Videos. Ich würde mich freuen. Lasst auch gerne noch einen Kommentar in den Kommentaren da, eure Meinung in den Kommentaren da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschüss!